Hallo, ich bin Mike und jetzt werde ich euch erzählen, wie ich ein waschechter Spion geworden bin. Alles begann, als eine neue Chemielehrerin an unsere Schule kam. Frau Brooke hatte uns nie viel erklärt. Sie hat uns nur mit Selbstlernaufgaben überhäuft und saß an ihrem Handy. Das Ergebnis war, dass wir einen Test nach dem anderen nicht bestanden. Aber Frau Brooke machte das nicht viel aus. Zumindest dachte ich das. Aber eines Tages kam ich vom Fußballtraining nach Hause und sah sie in unserem Wohnzimmer. Unsere Lehrerin sprach mit meinen Eltern. Und sobald sie weg war, pumpte Mom mich an. Du bist schon wieder schlecht in der Schule wegen deines blöden Fußballs. Fußball hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich trainiere nach der Schule. Ich habe es satt, Mike. Fang endlich an zu lernen. Und damit du mehr Zeit hast, stehst du einen Monat lang unter Hausarrest. Ich habe versucht, meiner Mutter alles zu erklären, aber sie wollte mir nicht einmal zuhören. Es war furchtbar ungerecht. Frau Brooke hatte uns überhaupt nichts beigebracht und gleichzeitig überragende Ergebnisse verlangt. Und beschwerte sich dann sogar noch bei meinen Eltern. Wegen ihr konnte ich nach der Schule nicht mehr mit dem Ball kicken. Und das bedeutete nur eines. Ich würde definitiv nicht in den städtischen Fußballverein kommen, von dem ich so lange geträumt hatte. Am nächsten Tag kam ich wütend wie nie zuvor zur Schule. Meine Klassenkameraden waren auch nicht besser gelaunt. Es stellte sich heraus, dass Frau Brooke auch ihre Eltern besucht hatte. Mein Freund Theo schlug vor, dass der Chemieunterricht zur Hölle fahren soll. Denn schlimmer könne es eh nicht mehr kommen. Wir wurden bereits bestraft. Wir sahen das alle so und schwänzten die Stunde gemeinsam. Theo hatte recht, es gab keine Konsequenzen. Am nächsten Tag versammelten wir uns in der Schulcafeteria und besprachen, wie wir uns die Zeit vertreiben könnten, anstatt den Unterricht zu besuchen. Doch plötzlich erschien Frau Brooke. Alle waren still. Und sie nahm, als ob nichts geschehen wäre, das Tablet und begann, Rezepte zu googeln. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Ein Kurier kam in die Cafeteria mit einem riesigen Strauß Rosen und ging zu Frau Brooke. Sie nahm die Blumen in die Hand, schnupperte an ihnen und nahm einen Zettel heraus. Es war das erste Mal, dass ich sie lächeln sah. Die Jungs öffneten ihre Münder und die Mädchen begannen zu tuscheln. Nur Theo sah aus irgendeinem Grund unzufrieden aus. Warum regst du dich so auf, Kumpel? Vergiss es geht uns sowieso nichts an. Aber weder Theo noch die anderen Klassenkameraden dachten so. Am nächsten Tag wurde das Privatleben unserer Chemielehrerin zum Thema Nummer 1 in der Schule. Alle schienen verrückt geworden zu sein und tuschelten ständig darüber. Aber mich interessierte das überhaupt nicht. Meine Eltern erfuhren von meiner jüngsten Abwesenheit im Unterricht und verlängerten meinen Hausarrest um einen weiteren Monat. Also beschloss ich, kein Risiko mehr einzugehen und blieb bis zur letzten Chemiestunde an diesem Tag. Ich dachte, ich würde in einem halben leeren Klassenzimmer sitzen. Aber als ich eintrat, sah ich alle meiner Klassenkameraden auf ihren Plätzen. Frau Brooke war verdächtig glücklich. Alle beobachteten sie während der ganzen Stunde, aber es passierte nichts Interessantes. Anschließend begannen die enttäuschten Mitschüler, sich auf den Heimweg zu machen, die Lehrerin auch. Sie öffnete eine Schublade in ihrem Pult, nahm eine kleine Geschenkschachtel heraus, wurde rot und verließ das Klassenzimmer. Einer nach dem anderen begann Geschichten darum zu spinnen, wer dieser heimliche Verehrer von Mrs. Brooke war. Doch plötzlich schrie Theo lauthals: "Haltet die Klappe!" Im Klassenzimmer herrschte Stille und alle starrten meinen Freund an. Ich schlage euch eine Wette vor. Ich werde meinen Fußball mit dem Ronaldo-Autogramm demjenigen schenken, der diesen seltsamen Verehrer findet und einen Beweis vorlegt. Die Frist beträgt 3 Tage. Ich hob automatisch meine Hand. Ronaldo war schon immer mein Idol und für ein Autogramm war ich bereit, alles zu tun. Sogar meine Lehrerin beschatten. Meine Freundin Gwen träumte davon, Ermittlerin zu werden und bat darum, meine Assistentin sein zu dürfen. Aber sobald wir die Schule verließen, bereute ich es, ihrer Bitte zugestimmt zu haben. Gwen plapperte unaufhörlich und hatte lauter verrückte Ideen. Ich überlegte schon, wie ich sie loswerden könnte, aber dann sah ich Frau Brooke. Sie stieg mit unserem Physiklehrer in einen Wagen. Ich beschloss, ihnen zu folgen. Ich packte Gwen an der Hand und zerrte sie zum Parkplatz. Dort wartete ein Taxi auf einen der Schüler, aber ich überredete den Fahrer, uns für den doppelten Preis mitzunehmen. Wir folgten unseren Lehrern und als ihr Auto in der Nähe eines Gebäudes anhielt, sprangen wir aus dem Taxi und versteckten uns im nächsten Gebüsch. Unser Physiklehrer reichte Frau Brooke die Hand und übergab ihr lächelnd die Geschenktüten. Ha! Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihre Tarnung so schnell auffliegen lassen würden. Das Autogramm war mir sicher. Ich schaltete die Kamera ein und hielt den Atem an. Aber es geschah überhaupt nichts, was ich erwartet hatte. Die Kinder rannten aus dem Gebäude und stürzten sich auf unsere Lehrer. Frau Brooke und Herr Stewart gaben ihnen die Pakete und die freudigen Kinder begannen, Puppen, Roboter und anderes Spielzeug herauszuholen. Ich zoomte mit der Kamera näher heran und las das Schild neben dem Eingang.
Es war ein Waisenhaus. Die Mission ist gescheitert. Gwen und ich beschlossen, die Ermittlungen morgen fortzusetzen und fuhren nach Hause. Aber es war nicht so einfach, einen neuen Verdächtigen zu finden. Am nächsten Tag fiel uns nichts Ungewöhnliches an Mrs. Brooke auf und wir hatten nichts, was wir Theo berichten konnten. Nach der Schule wollte ich gerade nach Hause gehen, aber dann kam Gwen auf mich zugerannt. Sie war am Weinen. Mike, hilf mir! Ich habe irgendwie Kaugummi in meinen Haaren! Gwen schleppte mich auf die Damentoilette, aber es war mir irgendwie unangenehm, dorthin zu gehen. Sogar nach dem Unterricht. Also brachte ich sie stattdessen auf die Herrentoilette, befeuchtete einen Kamm und begann, ihr Haar zu befreien. Gwen schluchzte laut, aber ich hörte eine Stimme aus der Kabine und hielt ihr den Mund zu. Es war Theo. Er war am Telefon. Ja, Frau Brooke, es ist alles in Ordnung. Ich bin schon auf dem Weg. Ich fragte mich, was es damit auf sich hatte. Oder hat vielleicht Theo selbst diese Geschenke platziert und den Aufstand nur angezettelt, um auf sich aufmerksam zu machen? Gwen und ich sprangen aus der Toilette und versteckten uns um die Ecke. Theo ging in Frau Brookes Büro und schloss die Tür. Ein paar Sekunden später stürmte ich hinein, in der Hoffnung, etwas Brisantes zu sehen. Aber Frau Brooke schrieb gerade Formeln an die Tafel und erklärte Theo etwas. Beide starrten mich erstaunt an. Ich hab mein Ohrstöpsel hier verloren. Ich tat so, als würde ich ihn tatsächlich vom Boden aufheben und wartete vor dem Büro auf Theo. Gwen war bereits gegangen. Sobald mein Freund herauskam, verlangte ich eine Erklärung. Was sollte das gerade eben? Ich will nur Medizin studieren und habe Frau Brooke gebeten, mir ein schwieriges Thema zu erklären. Ich hatte es schon wieder vermasselt. Es blieb immer weniger Zeit, den Verehrer zu finden und auch die Chancen, den Ball zu bekommen, wurden immer geringer. Am nächsten Tag beschloss ich, die Strategie mit meiner Partnerin zu besprechen. Aber ein halber Tag verging und sie tauchte nicht auf. Gwen reagierte auch nicht auf Nachrichten. In der Stunde ging ich auf den Flur, um sie anzurufen, aber dann hörte ich die Stimmen von Frau Brooke und Herrn Stewart. Sie sprachen gerade über Gwen, die um die Ecke wohnt. Herr Stewart, schimpfen Sie nicht, wenn sie heute schwänzt. Das Mädchen hat wirklich einen guten Grund. Warum sollte Frau Brooke Gwen beschützen? All diese Rätsel und offenen Fragen quälten mich. Aber als ich die Schule verließ, wurde alles noch viel seltsamer. Ich sah meine Freundin auf dem Parkplatz. Sie stand beim Auto von Frau Brooks und hielt eine rosa Schachtel in den Händen. Ich verhielt mich unauffällig und begann, die beiden zu beobachten. Als unsere Lehrerin auf sie zukam, gab Gwen ihr die Schachtel und umarmte sie. Ich ballte meine Fäuste vor Wut. Was für ein intrigantes Mädchen. Die ganze Zeit über hat sie Mrs. Brooke mit Geschenken überhäuft, um sie zu beeinflussen. Und dabei hat sie mich darum gebeten, mein Partner sein zu dürfen, um den Verdacht von sich abzulenken. Ich schaltete die Kamera ein. Nun, ich frage mich, was Gwen noch tun würde. Kuschen? Doch dann holte Mrs. Brooke etwas aus der Schachtel. Ein Kätzchen mit einer bandagierten Pfote. Sie klopfte Gwen auf die Schulter und ging. Ich habe Gwen sofort zur Rede gestellt. Wo warst du den ganzen Tag und woher kommt dieses Kätzchen? Oh, Mike, es ist so ein armes Ding. Am Morgen habe ich es in der Nähe der Schule gefunden. Es hatte eine große Wunde an der Pfote und es miaute die ganze Zeit. Ich war furchtbar spät dran, aber ich konnte es einfach nicht allein lassen. Also rief ich Frau Brooke an und erklärte ihr alles. Sie erlaubte mir, den Unterricht ausfallen zu lassen und bat mich, dem armen Tier zu helfen. Ich brachte das Kätzchen in die Tierklinik und als sie ihm geholfen hatten, verschenkte ich das Kätzchen an Frau Brooke. Es stellte sich heraus, dass ihr Haus eine Art Tierpension ist. Dort findet das Tier ein neues Zuhause. Sie ist so nett. Weißt du, ich werde ihr nicht mehr nachspionieren. Du bist auf dich allein gestellt. Das habe ich mir gedacht. Mädchen sind so unzuverlässig. Obwohl ich, um ehrlich zu sein, angenehm überrascht war, Mrs. Brooke war wohl doch nicht der Drache, für den ich sie noch vor 2 Jahren hielt, aber ich konnte trotzdem nicht so einfach aufgeben. Immerhin hatte ich ein Ziel. Auf dem Heimweg hielt ich im Supermarkt an, um eine Cola zu kaufen. Und in der Warteschlange vor mir sah ich Frau Brooke. Sie kaufte Katzenfutter und eine Art Karte mit einem Herz. Ich dachte mir nicht viel dabei, aber am nächsten Morgen fiel genau dieselbe Postkarte aus Frau Brookes Schulbuch, als sie ein neues Thema erläuterte. Die Lehrerin wurde rot, hob den Brief auf und versteckte ihn in ihrem Schreibtisch. Ich wusste sofort, was los war. Und nach der Stunde habe ich mein Ermittlungsergebnis mit Theo geteilt. Kumpel, das glaubst du mir nie. Ich weiß, wer Frau Brooke all diese Geschenke macht. Na komm schon. Spuck es aus! Rate mal, sie ist es selbst. Aber ich habe leider keine Beweise. Theo machte ein langes Gesicht, sodass ich mich gedanklich bereits vom Ball verabschiedete. Aber plötzlich sagte er, ich glaub dir, wenn ich es mit eigenen Augen sehe, ich muss mich hundertprozentig vergewissern, sodass sie keinen Verehrer hat. Denn es ist so, dass Frau Brooke die Frau meines Football-Trainers ist. Er ist wie ein Vater für mich und ich möchte nicht, dass er betrogen wird.
Mit so einer Wendung habe ich wirklich nicht gerechnet. Deshalb hat Theo also diese Wette begonnen und sogar beschlossen, sein wertvolles Autogramm zu opfern. Ich bot ihm den einfachsten Weg an, meine Version zu überprüfen, unsere Lehrerin nach der Schule zu folgen. Das taten wir also. Sie gingen in einen Spielzeugladen und kamen mit einem Teddybär im Arm wieder heraus. Ich drehte mich mit einem süffisanten Lächeln zu Theo um, aber er war nicht mehr da. Er holte Frau Brooke ein. Wir wissen alles. Warum belügen Sie die ganze Klasse und kaufen ständig für sich selbst Geschenke? Ich stellte mir vor, wie Theo für eine solche Dreistigkeit eine Tracht Prügel beziehen würde und eilte ihm zur Hilfe. Aber Frau Brooke sah gar nicht mal wütend aus, sondern eher verwirrt. Sie tat mir leid. Mit Mühe konnte sie die Tränen zurückhalten und erzählte, wie alles angefangen hatte. In letzter Zeit haben mein Mann und ich uns öfter über alle möglichen Kleinigkeiten gestritten. Dann habe ich an einer Abendschule unterrichtet und beschlossen, den Beruf zu wechseln, um öfter zu Hause zu sein. So bin ich zu euch an die Schule gekommen. Aber es wurde schlimmer. Ich war ständig besorgt und konnte nicht richtig unterrichten. Das hat sich natürlich negativ auf mich ausgewirkt. Als die ganze Klasse bei den Tests durchfiel, rief mich der Direktor in sein Büro und drohte mich zu entlassen. Ich wusste nicht, wie ich die Situation in den Griff bekommen soll. Das Einzige, was ich tun konnte, war, zu deinen Eltern zu gehen, um dich zu zwingen, mit ihrer Hilfe zu lernen. Aber danach kamst du überhaupt nicht mehr zum Unterricht. Dann habe ich mir überlegt, wie ich sowohl deine Aufmerksamkeit als auch die meines Mannes auf mich lenken kann. Ich habe angefangen, mir selbst Geschenke zu kaufen. Und das hat funktioniert. Du hast angefangen, Chemie zu lernen und mich im Blick zu behalten. Ich wusste, dass du, Theo, im Team meines Mannes warst. Und ich habe darauf gewartet, dass du dich endlich traust, ihm alles zu sagen. Es würde ihn eifersüchtig machen und vielleicht unsere Beziehung retten. Theo und ich tauschten flüchtige Blicke aus. Das unerwartete Geständnis unserer Lehrerin verwirrte uns beide. Theo war der Erste, der sich erholte. Danke, dass Sie die Wahrheit gesagt haben. Ich bin sicher, dass sich die Dinge zwischen Ihnen und Mr. Brooke bald bessern werden. Nachdem Frau Brooke gegangen war, diskutierten Theo und ich noch lange über die Geschichte. Ich erzählte meiner Freundin alles, was ich in diesen Tagen gesehen hatte, wie unsere Lehrerin den Kindern half und wie sie ein krankes, obdachloses Kätzchen zu ihr brachte. Wir beschlossen, sie mit ihrem Mann zu versöhnen und baten Gwen um Hilfe. Sie schlug den einfachsten und schnellsten Weg vor, dem Trainer zu erzählen, welche Mühen seine Frau auf sich nahm, um die Beziehung zu ihm zu verbessern. Es stellte sich heraus, dass Mr. Brooke nicht einmal ahnte, dass alles so schlimm war. Und unsere Nachricht beunruhigte ihn sehr. Aber wir boten ihm an, alles in Ordnung zu bringen. Und er tat genau das, was wir ihm geraten hatten. Am nächsten Tag hatte die Mannschaft von Herrn Brooke ein wichtiges Spiel und er lud seine Frau dazu ein. Theo ging auf das Spielfeld und Gwen, Mrs. Brooke und ich saßen auf der Tribüne. Das Spiel gestaltete sich furchtbar spannend und als Theo den Siegertreffer erzielte, sprangen wir von unseren Sitzen auf und schrien so laut wir konnten. Aber dann kam eine Stimme über den Lautsprecher und übertönte alle Fangesänge. Es war Mr. Brooke. Er widmete diesen Sieg unserer Lehrerin und lud sie auf die Hochzeitsreise ein, die sie vor vielen Jahren nicht antreten konnten. Frau Brooke brach vor Freude in Tränen aus und unsere sensible Gwen mit ihr. Bald darauf flog Familie Brooke in den Urlaub und danach kehrte unsere Lehrerin als völlig neue Person zurück. Sie begann interessanten Unterricht zu geben und überredete sogar den Direktor, uns alle Tests wiederholen zu lassen. Sie erhielt immer noch Geschenke, nur waren sie jetzt tatsächlich von ihrem Mann. Aber weißt du, was das Tollste an dieser Geschichte ist? Frau Brooke bat den Trainer, sich meine Fähigkeiten auf dem Spielfeld anzusehen. Er war begeistert und nahm mich mit in den Fußballverein. Jetzt spielen Theo und ich in derselben Mannschaft. Er hat mir sogar seinen Ball mit Autogramm geschenkt, auf den ich verdammt stolz bin. So bin ich dank meiner Spionageaktion zum Fußballprofi geworden. Hast du auch schon mal jemanden beschattet? Schreib es in die Kommentare.